Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der F1 Korbkarriere mit dem Jan. Hi. Hi. Und wie schaut das Wetter aus? Gut, ne? Weiß ich nicht. Also jetzt gerade sieht's gut aus. Jetzt Ach, sieht's ganz fuck. Gut aus. Regnet's? Nein, ich hab auf. Ach, das ist alles. Ich dachte schon. Hilfe. Ich will keinen Regen. Im Qualifying sieht's ganz gut aus und im Rennen regnet's von Anfang an bis zum Ende. Ist nicht dein Ernst gerade. Doch. Sag mal, was ist das für eine Verarsche? Heute Japan, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast. Nee, heute haben wir Japan hier. Ja, ich hab keine Ahnung, wie die Strecke geht. Wir haben die nicht Test gefahren. Ja. Das wird jetzt witzig. Bin mal gespannt. Bist du schon rausgefahren? Bin gerade dabei, ja. Bin gerade dabei, dann drücke ich auch mal rausfahren. Vielleicht komme ich dann wieder vor dir raus. Nein, nein, nein. Definitiv nicht. Ich bin schon am Boxengassen verlassen, quasi. So. Also die Strecke kenne ich überhaupt nicht. Bin echt gespannt. Einmal überkreuzt. Wenn die Strecke sich. Natürlich vom Controller. Ja, da ist eine Brücke quasi. Ja, dachte quasi. Ich mir gerade, das ist auch cool vielleicht. Also absolut. Ja, ist cool. So wie eine Carrera-Bahn, da können sie sich crashen. So eine Kreuzung. Ja. Stell dir das mal vor. Oh! Alter, ich wäre fast rausgeflogen nach der Boxenausfahrt, Alter. Was war das? Hä? Ich dreh mich. Oh shit. Was ist das? Weiß es nicht. Eine Strecke, Asphalt, Wall, Kies. Oh shit. Hab mich auch gedreht. Ich wurde disqualifiziert. Lol. Echt? Ja. Weil du in die falsche Richtung gefahren bist? Ja, ich wollte mich doch nur drehen. Was soll das denn? Ich. Was ist das denn jetzt für eine Verarsche? Wie gut fängt das denn bitte an, Alter? What the fuck? Du willst mich doch hier komplett verarschen gerade. Ne! Ja, das habe ich auch einmal bis jetzt geschafft, nee. Disqualifiziert zu werden. Also ich glaube, die erste Runde von mir wird nicht gut, weil... Also... Bin die, glaube ich, auch erst wirklich ein oder zweimal mit Controller gefahren. Wie dumm ist das Spiel, bitte? Ich will mich doch nur drehen und wieder auf die Strecke. Ja, als erstes habe ich ja gar nicht mal gecheckt, warum ich überhaupt weggerutscht bin. Gut. Und zweitens... Also da, das war ja ganz, ganz komisch. Okay, dann schauen wir dir ein bisschen zu hier und machen ein paar Fotos. Das ist auch ganz geil, die ich dir dann auch schicken kann, endlich mal. Ich hoffe, das vergesse ich nicht. Perfekt. Und ja, ist ganz geil. Dann starte ich halt als 20. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Bei Regen, oh mein Gott. Das stimmt, bei Regen ohne DRS, das ist natürlich... Was für ein Prank. Weißt du, wir nehmen. Das ist gerade die. Ach, verdammt, wir wollten eigentlich. Ne, egal. Was? Nichts. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja. Das ist gerade unser erstes Rennen. Wir nehmen ja oft hintereinander auf, heute nehmen wir nur ein Rennen auf. Und, ja. Das ist ein gutes Rennen bisher. Oh shit. Gut angefangen. Heißt aber auch wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, dass wir mit Intermediate starten werden. Das wäre jetzt doof, aber ich spekuliere mal darauf, deswegen will ich. Also könnte man seine Reifen hier im Qualifying relativ verheizen. Ja, stimmt. Weil du musst dir darum eh keinen Kopf machen. Ja. So ein Bullshit schon wieder. Du hast eh mit allen Reifen, wie du möchtest, starten. Kannst gern mit Regenreifen starten oder mit. Also wenn es das ganze Rennen regnet. Ja. Gut. Ich kann mich dann hier nochmal entschuldigen für Italien und Singapur war das, glaube ich. Ich weiß nicht, vor Malaysia werde ich das auch davor geschnitten haben. Aber ja, ich habe zwar Italien und Singapur ganz normal aufgenommen. Allerdings war meine Datei dann kaputt. Und deswegen kamen bei mir dann keine Folgen nur bei Jan. Das ist vor allem in Singapur halt echt hässlich gewesen, weil Jan ist ja da rausgeflogen. Ach shit, okay, nächste Runde mache ich nochmal. Jan ist ja da rausgeflogen und naja. Aber da habe ich auf jeden Fall gewonnen, war auf jeden Fall krass.
war auch. Du hattest gerade übrigens wieder Elektro-Stimme, ganz kurz. Ganz kurz Elektro. Das liegt an dir. Nee. Ach. Du hattest vorhin auch mal Elektro. Junge, was machst du denn? Du fährst die ganze Zeit aufs Gas, Alter. Ja, ich mach gerade eine langsame Runde. Ja, du das Reifen aufwärmen. Aufs Gras fahren, ja. Ja, ja. Du bist 1,2 Sekunden schneller als Verstappen. Sehr gut. Hinter dir ist einer. Ja, läuft. Er darf auch hinter mir sein. Er darf jetzt auch vorbei. Wie du ihn aufgehalten hast. Hamilton halte ich gerne auf. So, was ich aber noch nicht erzählt habe, das fällt mir gerade ein, das vergisst ja du immer, aber ich nicht. Ihr könnt das natürlich aus beiden Sichten abchecken. Dieses Mal ist meine Datei hoffentlich nicht kaputt. Rechts unten am i Jan, beziehungsweise auf seinem Kanal bin ich rechts unten am i verlinkt. Und dann könnt ihr es parallel öffnen, denn wir schneiden die Videos natürlich gleich. Und dann habt ihr quasi ja dasselbe Rennen aus zwei Sichten. Und entweder auf zwei Endgeräten, zwei Handys, Tablets, was auch immer, oder auf dem PC nebeneinander in zwei Tabs öffnen. Dann ist das mega, mega cool. Das gibt's auch nur einmal auf YouTube bei uns. Ich glaube, das haben tatsächlich nicht so viele oder fast gar keiner. Ja. Ich glaube, das machen alle, die F1 machen. Meinst du? Mit mehreren, ja. Ich habe das noch nie gesehen. Ich schon. Noch nie, ohne Spaß. So, was kann ich mir hier alles anzeigen lassen jetzt? Oder ja, ach. Ja, ui, ja, Peng. Ah, mein Auto ist aber noch heil. Aber die Runde alles ist im Arsch. Ja, ich darf wieder mager fahren. Und dann... Eine Runde geht noch. Noch mal eine Runde versuchen. Ich meine, meine Reifen sind... Bei 4%, Alter. Das hält ja aber richtig gut. Ja, die Strecke geht. Ich habe sie noch nicht einmal gefahren. Aber ich sehe sie ja bei dir, also es geht schon. Boah, das ist voll schlecht. Ich habe die nicht mal gefahren jetzt. Nicht mal im Zeitfahren, nicht mal im Qualifying, Alter. Hast du ja gleich noch eine Einführungsrunde. Ja, geil. Immerhin etwas, ne? Ja. Absoluter Luxus. Gucken wir das bei dir weiterhin an, aber... Oh. Ich wundere mich gerade, was du gerade machst, ne? Hamilton hat auch eine Runde jetzt gefahren. Ist... Mhm. 0,7 hinter dir. Bottas ist immer noch in der Box, hat noch gar nichts gemacht. Ebenso wie Palmer, Massa, Perez und Eriksen. Und jetzt sind irgendwie alle in der Box. Und ich hoffe, die fahren jetzt nicht raus. Bitte fahrt nicht raus, hey. Junge, es sind alle in der Box gerade. Palmer hat ein Outlap und Eriksen. Normal, Bottas fährt noch raus und so. Ich denke, dass alle nochmal eine Runde machen, wie sie es halt immer machen. Ja. Und wenn du dich bitte nicht beeilst, dann mach es direkt vor dir, aber du hast sie ja schon jetzt hier. Also jetzt fährt gerade noch keiner raus. Ich habe halt die Map nicht, also... Eriksen und Palmer sind draußen. Aber die anderen sind noch in der Box. 3 Minuten geht das Qualifying noch. Das war auch wieder knapp. Hätte schief gehen können. Na, ja, die Stelle ist irgendwie immer ja, sehr. Okay. Oh, oh, oh. Keine gute Zeit, das ist absolut gar keine gute Zeit. Ich war fast eine Sekunde schlechter, Alter. Jo, was, du, guck mal, wie du fährst. Ja, ich war auch gerade schlecht. Ich weiß auch nicht warum. Weil ich dir zuguck. Nee. Ist aufgeregt. Ja. Okay, Perez und Bottas machen eine Outlap. Jetzt bin ich wieder im grünen Bereich. Also mein erster Sektor ist absolut. Massa kacke. Macht auch eine Outlap. Also alle, die bisher noch keine Rundenzeit gefahren haben, machen eine Outlap. Und die anderen, die werden jetzt auch nochmal rausfahren. Wehrlein fährt auch nochmal raus. Jo, Ricardo fährt raus. Grosjean, also die werden jetzt alle nochmal rausfahren. Doch ein die fahren alle nochmal jetzt eine Outlap. Wie die das immer so knapp machen. Okay, ja, ja, okay. Jetzt sind alle draußen, bis auf Magnus. Ah, okay, der ist auch draußen. Okay. Alle außer mir sind jetzt draußen. Sehr gut.
Ja, Mike, wieso bist du nicht draußen? Ja, draußen bin ich, vom Rennen. Ja, es war nicht so krass. Aber ein ganz, ganz kleines bisschen verändert, weil mein erster Sektor, naja, ich fahre den nochmal mit Mager schnell, den ersten Sektor, weil den muss ich trainieren, der ist nur ich kacke. Ja, im ersten Sektor hat es mich auch direkt rausgefetzt, also ich habe von der Strecke so gut wie gar nichts mitgekriegt. Und jetzt regnet's, ich fass es nicht, echt. Das freut uns doch alle. Absolut cool. Wow, hier hast du auch immer so deine Problemchen. Ach ja. Das ist das allererste Mal, Leute, dass ich nicht als erster starte. Das allererste Mal. In Singapur wäre es beinahe passiert. Ja, aber ich habe mich noch gerettet. Und hier... Hier passiert es jetzt tatsächlich. Jetzt bist du erster. Das allererste Mal, Leute. Das ist auch crazy, dass ich nicht als erster starte, sondern als 20. Da war gerade wieder der Elektromike. Ja, das liegt an dir. Nein. Ah, Mann, Leute. Einfach einhändig, da kenne ich nichts. Kein Problem. Leute, bald ist die Facecam bei mir auch am Start. Ich will dazu noch nicht spoilern. Ich weiß nicht, wann das Video online gekommen ist, wann ein Video online kommt, wo ich Näheres darüber erzähle. Aber lang wird es nicht mehr dauern. So, jetzt fährt er rein. Dritter. What? Oh shit. Du bist Dritter. Aber das hab ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich bin Dritter. Junge, Hamilton. Boah, und Bottas. Das ist richtig knapp, nur weil ich's verkackt hab, Alter. Du startest auch nur nicht als Erster. Fuck, ich dachte, du startest jetzt als Erster. Als ob beide Mercedes. Hab ich auch gedacht. Also, das ist mal was ganz Neues, dass ein Mercedes auf Platz 1 startet. Und dann auch noch beide, Erster und Zweiter, dass du nicht mal Zweiter Boah. Bist. Das hat mich gewundert. Vor allem. Verstappen so mega viel schlechter. Alter, sind die beiden ja, mit vor allem, ja, voll gut. 0,06 schlechter als du. Besser als du, meine ich. Okay. Ja, Bottas ist 0,05. Ja, nein, ja, aber im Vergleich zu den anderen NPCs. Die sind eine Sekunde lang. Ja, geworden. Das stimmt auch wieder, ja. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir starten rein. Bin gespannt. Es ist natürlich mal wieder wichtig für mich, Erster zu werden oder Zweiter, beziehungsweise einfach vor Hamilton zu kommen. Ich hab 20 Punkte Abstand auf Hamilton und will natürlich näher rankommen. Ja, mal gucken, inwiefern das jetzt möglich ist bei Regen und als 20. Also ich hätte definitiv locker Erster sein können. Ich hab's halt selber so ein bisschen. Okay, dreimal intermediiert. Verhauen durch den. Durch den schlechten ersten Sektor. Da hätte ich viel besser sein können. Dreimal. Hätte bestimmt eine Sekunde auch schneller sein können als die Mercedes-Tipps. Tipps. Dreimal Junge, wie lange ich einfach warten muss, bis ich losfahren kann. Ja, ich weiß. What? Ich wollte schon direkt Gas geben. Nee. Müssen wir ein paar Sekunden warten. Leute, das wird schwierig. Also bei mir ist jetzt wieder echt Action drin. Bei dir aber auch, weil du bist ja nicht Erster. Also... Es kann sein, dass da ein bisschen Action-Schmeckchen ist heute. Das wird und crazy. Absolut. Kackwetter. Das Regenchaos, das ja, Kackwetter, Mann. Und das auf dieser Strecke. Wieso regnet das in Japan? Ich war schon in echt in Japan. Du warst echt? Ja. Du warst in Japan? Ja. Du hast mir nie was davon erzählt. Oh. Ja, jawohl, ja, da ist er auch draußen, so läuft der Hase. Oh Gott. Ja, bloß bei dir hat es halt keine Auswirkungen. Ja.
Nein, meine Reifen sind kalt. Wieso warst du in Japan? Was hast du da gemacht? Urlaub? Ja. Urlaub. Oder war das geschäftlich? Nee, Urlaub. Crazy. War mal in Tokio und so. War schon alles ziemlich cool. Ah. Ey, das ist so hässlich, sehr, als sehr 20. anders zu starten. Die fahren ja so langsam. Ja, das glaube ich auch, dass das anders ist da. Richtig crazy bestimmt alles. Jo, ich rutsch. Was soll das denn? Mann, ey, das kann doch nur in die Hose gehen, echt. Wie soll ich denn über Hamilton kommen? Der ist Erster. Du musst echt irgendwie einen Crash mit denen verursachen. Also nicht, dass du rausfliegst, sondern dass du das so machst, dass die beiden sich crashen. Das wäre ganz geil. Schauen wir mal. Hamilton ist jetzt gerade schon mal durch mich durchgefahren. Bottas steht das hier. So, jetzt hier wird das interessant. Jetzt wird's echt interessant. Natürlich gleich ein schwerer Start. Das wird ultra schwer. Ich werde wahrscheinlich direkt in alle reinkrachen, instant disqualifiziert oder halt Reifen weg. Das wird echt mies jetzt. Und Audio Ende. Und dann kann ich dir eine Stunde zuschauen, wie du fährst. Ich glaube, beim Regenstart hier wird selber bei mir alles nicht ganz so. Okay, Leute, drückt uns die Daumen. Das kann was werden. Viel Glück okay, auch dir. Okay, mein Start war nicht sehr schlecht. Viel Glück auch dir. Besser als der von Bottas. Aber kann das Kiesbett ist trotzdem nicht weit weg. Du kannst nicht fahren. Du kannst nicht fahren. Guck dir das an. Die stehen hier alle auf der Straße. Ja, wegen mir. Ach so. Ich bin nur noch Siebter. Ich wollte in die Kurve, in die, also, ne, ich bin ja eng gestartet in die, ne, weißt du was, ne? Du weißt, was ich meine. Ich wollte da eng reinfahren in die Kurve und die dann alle überholen, aber das kannst du nicht bringen. Das ist unmöglich. Ich wäre so in die reingekracht und dann stehen die auf einmal alle. Ich dachte so, hä, was ist jetzt? Das war ein starker Start gemacht. Ja, ich war quer auf der Strecke. Ich hab so Angst. Wollte Bottas außen überholen und bin halt rausgerutscht und wieder zurückgeschlittert. Und. Oh, alter Perl. Ey, wie soll ich das überleben? Oder habe ich jetzt ordentlich vorbeigezogen, weil die echt so langsam fahren? Da kann man auch. Achtung! Mit langsamer Geschwindigkeit überholen. Scheiße. Was machst du schon wieder? Oh, Junge! Er rollt rückwärts. Was machst du? Was war das vor allem für eine Lache? Fuck! Aber du bist nicht raus, ne? Ich bin Letzter. Hast du irgendwas kaputt gemacht? Ja. Alles? Orangener Frontflügel, ich muss an die Box. Ja. Junge, Junge, Junge. Ah, fuck! Zwei Fehler schon Scheiß bei dir. Scheiß Regen. Boah, ich bin mitten im Getümmel jetzt. Ich bin Platz 13. Hinter mir, Leute. Vor mir, Leute. Das ist so ein Chaos. Oh! Das war nicht ganz so geplant, aber habe ich nichts gegen. Ja, ja, komm. Sag mal, was willst du eigentlich von mir, Kürat? Was? Ich fahr voll weit neben dir und du musst mich rammen, ey. Komm, 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 komm. Fucking Rey. Ich bin der Einzige, der an die Box muss. Was? Ich dachte, ich hätte da ein paar Leute mitgenommen. Oh, hier liegt doch ein Teil von dir. Boah, Mann, der Regen ist so hässlich, ne? Ist so. Was? Die haben meinen Frontflügel nicht gewechselt? Als ob. Einen orangenen Frontflügel haben die nicht automatisch gewechselt. Hauptsache, die haben die Reifen jetzt gewechselt und du warst an der Box. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie hässlich. Das Spiel checkt gar nichts, ey. Alter, warum? Kacke. Okay, dann. Habe ich ein Schild weggefetzt. Dann gehe ich jetzt aber nicht nochmal an die Box. Das wäre. Das. Noch größere Zeitverschwendung. Ist allgemein schon dumm, gerade. Alter, das ist ja jetzt. Das habe ich hier 20 oder mehr Sekunden oder so gerade verballert damit.
ganz abgesehen davon, dass ich jetzt natürlich nicht so schnell fahren kann weiterhin. Ah. Nein, 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 nein. Oh. Leckst mich doch hart, Alter. Ja, das ist echt doof. Das ist echt mega ärgerlich, oh. Komm hier. Ja. Kacke, Alter. Ocon hält alle auf! Das gibt's nicht. Gut, dass wir die Schwierigkeit noch nicht hochgestellt haben. Ja, ja, siehst du mal, ne? Du wolltest das letzte. Stimmt, du wolltest das letzte Folge unbedingt machen. Oh, gelbe Flagge direkt vor uns. Jo, hier ist wer. Ist ja eigentlich auch, hier wenn ich hier keine Punkte bekomme. Keine Ahnung, wer das ist. Vollkommen legitim. Oh, ein Safety Car brauche ich jetzt. Das könnte passen. Das wäre geil. Ja, ich glaube nicht, dass es kommt. Weil dann würde ich nochmal an die Box. Hier ist halt jemand rausgeflogen, aber ich glaube nicht, dass es kommt. Jo, fahren wir hinten drauf. Muss irgendwen rammen, fahren wir drauf, ja, komm, kein Problem. Wieso ist der schneller als ich? Das ist ein Fuck. Das ist Kühart, Alter. Der ist schneller auf der Geraden als ich. Alter, Leute, guckt euch das an. Scheiß Frontflügel. Junge, Kühart. Er hat mich einfach auf der Geraden überholt. Das ist doch so ein Prank hier alles. Ich meine, ich habe bisher noch keine Scheiße gebaut, aber... Wie viel der Platz bist Elfter. Du? Es ist nicht angenehm, weil vor mir Leute sind, das habe ich so... Ich bin halt, das bin ich gar nicht gewohnt. Direkt vor mir einer, hinter mir einer und es regnet. Ich rutsche die ganze Zeit und muss ultra aufpassen. Das gefällt mir alles nicht. Ja, das ist so. Das gefällt das mir so, auch nicht. Ich bin halt mittendrin. Wie als wäre ich so ein Schlechter. Der sich da mit denen rumfightet. Was ich halt tatsächlich gerade mache. Okay, bin jetzt Zehnter. Ich habe Punkte gerade. Alter. Alter. Komm, 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 dich kriege ich noch. Das ist alles nicht gut hier. Okay, den habe ich. Und jetzt kickt er mich wieder. So ein Arsch. Magnussen, Mann. Scheiß Boxenstopp, Mann. Das ist ultra nervig, echt. Das kann ich mir schon vorstellen. Und Hamilton und so, die fahren sich natürlich vorne wieder frei. Die haben natürlich richtig Abstand jetzt und Platz da vorne und alles mögliche. Ich hätte an Red Bull vorbeikommen können. Sick de Lanai. Shish. Warst du wieder in Gelsenkirchen? Ja, ne, in Berlin sprechen die auch. Das glaube ich dir tatsächlich. Junge, hinter mir. Ach, Mann, ey. Hier 100 Meter komme ich in jeder Kurve raus wegen diesem doofen Front. Hinter mir sind alle. Ich meine, ich bin Zehnter, aber ich werde fast draufgefahren. Alter, war das wieder knapp. Ich box dich jetzt einfach ein bisschen weg, da kenne ich nichts. Zack, so, Neunter. Halt ihn mal auf. Ja, ich... Das ist gerade recht schwierig für mich. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe gerade sowas von Probleme. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Nee. Oh. Oh. Mann, Ocon. Ich musste Gas geben, weil hinter mir Hülkenberg irgendwie voll gedrängelt hat. Und mich fast rausgekickt hat. Und Ocon hat übelst in die Kurve reingebremst. Dass ich da Angst hatte, eben drauf zu fahren. Aber ich habe Ocon überholt, bin jetzt Siebter. Und habe jetzt ordentlich Platz bis zu Platz 6. Weil die haben sich ultra weggefahren, weil Ocon die ganze Zeit alle aufgehalten hat. Also ich könnte jetzt ein bisschen Abstand gewinnen. Und aufholen natürlich. Mann, wenn ich an den anderen wieder dran alle bin oder so. Wir sind alle hintereinander. Also Platz 8 bis Platz 19... kann man, wenn man Vollgas drückt, ja, in einer Kurve das überholen. Aber wahrscheinlich muss ich genau dann, wenn ich die überholen würde, gehen die an die Box und ich muss dann aber auch an die Box. Ja. Das kann passieren. Wann muss man denn überhaupt an die Box? Ich glaube nach 9 Runden, oder? 3x9 war es, glaube ich. Ne? 27 Runden bei Regen, Alter, das ist doch zum Kotzen gerade schon wieder, ne? Ist halt wirklich so. Kacke. Die ersten 5 Runden waren gerade schon Horror.
als 20. gestartet. Ich habe echt keine Scheiße gebaut. Und das war echt so richtig Formel 1 Feeling hier bei Regen und da mittendrin. Das ist wirklich eine Herausforderung gewesen bisher. Bei mir ist es mehr so Stocker Crash Challenge gerade. Ja, bei mir wird es aber auch noch spannend, weil wie gesagt, jetzt muss ich aufholen natürlich auf Grosjean auf Platz 6. Und dann bin ich schon wieder ein bisschen näher an den oberen Plätzen. An Hamilton und Bottas und wer auch immer da ist. Mann, ich war letzte Runde noch 20 Sekunden an den nächsten dran, jetzt bin ich 24 Sekunden weg, weil ich 2 Fehler gemacht habe. 4 Sekunden hat verloren. Sollen die sich eigentlich gegenseitig aufhalten sollen? Vor allem Ocon fährt ultra langsam. Da habe ich schon wieder ultra Abstand zu ihm gewonnen und ich hätte ihn schon locker überholen können, wenn es kein Regen wäre. Schon voll früh. Aber ich riskiere natürlich weniger. Im heilen Frontflügel kann ich dann auch wieder angreifen, aber da bin ich auch wieder so weit weg, einfach nur. Ich weiß nicht, ob ich 20 Sekunden oder so im Regen aufholen kann. Es wird schwer. Also die fahren schon extrem scheiße. Ich bin, seitdem ich von denen weg bin, fahre ich ungefähr 1-2 Sekunden, 1,5 oder so schneller. Alter, ich gehe hier voll auf die Bremse und das geht hier nicht. Ich habe gerade eine lila Zeit gefahren. Minus 3,5, besser. The fuck? What the fuck? Das war safe ein Anzeigefehler. Oder die Strecke wird schneller. Ich weiß es nicht. Ja, tatsächlich. 3,8. Junge. Oder es liegt halt echt daran, dass ich jetzt freie Bahn hab. Freie Bahn. Ja, ich hab halt wieder Versprecher, denn ich hab das irgendwie letzter Zeit oft. Mein Kopf ist Matsch, dank der Hitze. Es tut mir leid. Ja, nach der Aufnahme gönne ich mir auch erstmal ein Eis. Ja, wieder in ETS, ne? Nach dem Rennen fahren wir noch ein bisschen ETS. Da kannst du wieder ein Eis. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,5 Sekunden. Oh. Ich bin halt immer noch 8,5 Sekunden von Platz 6 entfernt. Und ich habe schon ultra Abstand gewonnen zu Ocon und richtig aufgeholt zu Grosjean. Das wird so krank einfach. Das hier noch gut zu fahren. Aha, habe ich doch wieder Zeit aufgeholt. Ja, solltest du auf jeden Fall. Hab ich keine Bedenken. Ich habe Grosjean da auch gerade nach links huschen sehen. Also ich sehe ihn auf jeden Fall. Komm schon, scheiß Bremse, ey. Gute ist, die halten sich da wirklich alle schön zusammen in einer Perlenkette ja, auf. Die kommen da nicht richtig voran. Also ein bisschen haben sie sich ja jetzt getrennt, sieht man. Oh, verwarnt. Achso, lol. Ein bisschen haben sie sich gar getrennt, sieht man ja. Platz 19 wieder ein bisschen mehr Abstand zu 18 und so, aber. Lol! Da ist einer. Kürt? Ist langsam. Ja, so ein Opfer. Der hat mich die ganze Zeit genervt. So verdient. Alter, ich wäre beinahe auf den drauf gefahren. Ich habe ihn gar nicht gesehen durch den Regen. Okay, Platz 18. Ja, ich habe jetzt deine Position übernommen. 12 Sekunden jetzt nur noch. Deine Position übernommen, hier Platz 7. Du bist jetzt 18. Hast du gesagt, dass du warst 7., da war ich 18. Also haben wir jetzt mal getauscht. Noch 20 Runden, das wird so kacke. Oh, ich sehe Grosjean. Ist noch ein Stück. Das kann noch ein bisschen dauern, aber ich sehe ihn. Scheiße. Die sind da echt alle beieinander noch.
alle direkt vor dir. Ja, und ich komme langsam ran. Ja. Ich komme auch recht gut ran, Angriffer. Ach, heilige. Hab jetzt anstatt 8 Sekunden nur noch 3 Sekunden zu ihm. Ich fahre aber auch gleich wieder an die Box. Ich will da nicht zu lang mit warten. Wenn man da 3x9 fahren kann, ist das ganz gut. Mal gucken, wann die fahren. Okay, Abstand zum Teamkollegen 41,0 Sekunden. 41,0 zu dir habe ich. Junge. Bockenstopp und kaputter Frontflügel. Ja, ich weiß. Das ist echt bitter. Aber wenn du die alle überholst, bist du ja schon mal Achter. Das ist schon mal echt gut. Okay, ich bin... Ja, ich bin jetzt aber fast dran und dann machen wir aber... Wobei, wir machen ja alle zusammen im Boxenstopp. Ja, stimmt. Ich hab Grosjean jetzt direkt drin. Vor mir. Wenn er jetzt falsch bremst, dann bin ich raus. Er hat so gebremst, dass ich an ihm vorbei konnte. Dankeschön. Sechster Platz. Weiter geht's. Jagd auf Massa. Diese Kurve. Ist das ein Crash? Nein. Ich komme bei einer Kurve fast jede Runde raus, weil ich da irgendwie immer zu spät bremse. Das ist nicht gut. So, jetzt gucken wir mal. Ah, jetzt habe ich nur 3 Sekunden Zeitstrafe, weil ich nach außen gekommen bin. Fick dich doch hart. Ich habe dadurch Zeit verloren und bekomme eine Zeitstrafe, weißt du? Das ist ja geil. Das ist echt geil. Kannst du die wieder am Ende rausfahren? Aber wir sind immerhin nicht rausgeflogen wie in Aserbaidschan. Also ich gewöhne mich langsam an den Regen. Ist nicht so wie früher. Langsam wird's besser. Fahr direkt jetzt an die Box. Nur dass du Bescheid weißt. Ja, ich fahr auch hinter dir an die Box, dann. Hab ja genug Abstand. Ja, denke ich schon. Komm, Massa. Komm, Mignon. Komm. Das kann jetzt so schief gehen, aber es kann auch gut gehen. Jetzt wieder schneller als ich. Musste mich am Fuß kratzen. Jetzt. Das Kiesbett musste gerade dran glauben. Jetzt lasse ich ihn doch wieder ein bisschen vor. Wir haben ihn dadurch jetzt ein bisschen aus, weil ich das wollte ich nicht. Das war nicht ganz geplant, Massa. Sorry. So, ich fahre jetzt in die Box. Tschüss. Oh, er fährt direkt hinter mir. Oh, cool. Dann habe ich ihn dadurch noch überholt. Weil er auch fährt. Easy. Zack. Weiter geht's. So, jetzt habe ich auch eingestellt. Nicht auf Auto, sondern auf Ja, dass mein Flügel auf jeden Fall gewechselt wird. Noch habe ich hier ein rotes Boxensignal. Ja, ich bin jetzt draußen bin ich. Okay. Normal müsste er es jetzt umswitchen. Ja. Ist es. So, ich bin Fünfter und war jetzt an der Box. Bottas muss noch an die Box, Grosjean muss noch an die Box. Heißt, ich könnte dadurch auf Platz 3 rutschen. Hamilton war schon, der ist jetzt direkt vor mir.
Alter, ein Bockenstopp. Was? 11 Sekunden, 11,1. Die haben irgendwie erst nach 3 Sekunden angefangen zu arbeiten. Die wollen nicht ein bisschen pranken. Alter. Macht Spaß, ne? Fucking 3 Sekunden mehr oder so hat das gedauert jetzt. Du hast echt Pech in diesem Rennen gehabt.